Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Also es ist 2024, ich bin zurück von Dubai. Ich weiß aber, dass das letzte Video für 2023, das letzte, das ich gefilmt habe, habe ich noch nicht hochgeladen. Also ich habe mich wirklich bemüht und ich glaube, das haben wir auch gesehen mit den ganzen Videos, die im Dezember rausgekommen sind, dass ich die ganzen Videos, die ich schon vor längerer Zeit gefilmt habe, dass die jetzt endlich rauskommen, habe ich auch geschafft. Es war halt einfach nur das letzte. Ist ja nicht rausgegangen. Aber wird hoffentlich bald dann fertig sein und dann kann das Video raus. Aber ich sage halt einfach wirklich, hallo wieder mal. Also es ist jetzt 2024. Ich weiß nicht, für mich ist der Jänner immer sehr interessant, weil also ich habe das Monat überhaupt gern. Ich war halt für die meiste Zeit immer noch in Dubai. Und für mich ist deswegen Jänner halt immer eher so, ja, alles eher langsamer machen, Pläne machen, aber noch nicht so richtig mit dem Jahr anfangen. Ja, wie gesagt, alles einfach langsamer machen. Und ja, jetzt bin ich halt wieder in Österreich und schau mal, was so passiert dieses Jahr. ja, also dieses Video wird jetzt. Als erstes habe ich gedacht, ich zeige einfach nur die Sachen her, die ich im Dezember gemacht habe. Dann habe ich mir aber auch gedacht, oh, aber dann sind Sachen, die ich in Dubai gestrickt habe, die ich dann im Jänner-Video erst herzeigen kann. Also das ist jetzt das Dezember-Video, aber Dubai und Dezember. Also es sind ein paar Sachen, die ich auch im Jänner fertig gemacht habe, aber ich finde, das ist eh nicht so wichtig. Aber was habe ich an? Es ist sehr kalt. Ich bin so froh, dass es so kalt ist, weil ich habe die Wärme einfach nicht gern. Aber über Dubai und Weihnachten und so kann ich am Schluss dann reden, weil ich habe eigentlich gar nicht so viel hier zum Herzeigen. Werde ich dann eh erklären, warum. Aber ja, was ich anhab, das ist der Seasons Sweater. Oversized Seasons Sweater. Ich kann mich nie erinnern, ob das einfach der normale ist oder der größere. Aber es ist eine Strickanleitung von Özetta, das ist im Patentmuster und ist halt ein sehr warmer Pullover, weil ich eine Jacobs Wolle benutzt habe. Ich glaube, das war ungefähr eine DK-Stärke und das ist halt eine sehr warme und wollige Wolle. Und dann ein Mohair dazu, da sieht man dann so die verschiedenen Farben, die da drinnen sind. Und das heißt, das Ganze ist sehr groß, sehr warm und kann ich nicht immer anziehen. Aber in diesem Zimmer, wo ich immer filme, du oder das letzte Jahr oder so, seit ich hier filme, ich heiz hier nicht. Einfach weil ich bin nicht so oft in diesem Zimmer, im Sommer eher, aber jetzt so, weil ich auch Dezember, Hälfte von Jänner nicht in Österreich war und nicht in dieser Wohnung war, heißt es halt, ich habe die meisten Heizungen abgedreht, wo ich weg war. Und dann habe ich halt angefangen mit dem Wohnzimmer, wo ich schlafe, habe ich es eh gern kühler. Und dann irgendwie ist es halt dieses Zimmer, wo ich mir gedacht habe, das ist irgendwie eine Verschwendung, Energieverschwendung, wenn ich hier heizen tue, weil ich eh fast nie hier drinnen bin, wenn ich dann hier drinnen bin und entweder Wolle suche, weil ich viel von meiner Wolle auch hier habe. Überhaupt die Wollreste, die ich habe, sind eigentlich alle, glaube ich, in diesem Zimmer. Aber ich bin hier zum Filmen und dann habe ich eh gern immer was Wolliges und Selbstgestricktes an. Und da ist es eigentlich besser, wenn es kälter ist. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, ich lasse einfach besser für die Umwelt und so. Und ich habe die Kälte eh eigentlich gern. Und es ist halt auch irgendwie nett, dass man dann, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie gern, wenn ein Zimmer nicht geheizt ist. Also nicht immer. Ich bin sehr froh, dass ich heizen kann und dass ich es warm habe. Aber es ist halt dann auch irgendwie nett. Ich weiß nicht. Ich habe die Kälte gern, was soll ich sagen. Aber ja, das heißt, das ist eigentlich perfekt für hier. Ich habe auch die gehäkelte Decke, die ich schon mal hergezeigt habe, habe ich auch jetzt gerade auf meiner Schoß, weil es ist kalt. Und ich habe auch, wo ich zurückgekommen bin von Dubai, habe ich, ich weiß nicht, ich habe mich hingesetzt und wollte stricken und dann habe ich mir gedacht,
Ich sollte vielleicht die Enden vernähen, weil ich diese Decke halt auf der Schoß gehabt habe. Und ich habe ein paar Enden vernäht, aber es sind noch viele über. Aber ich glaube, ich habe vielleicht fast die Hälfte jetzt schon vernäht. Und da habe ich mal gedacht, wenn ich das hin und wieder mache, wenn ich sitze und hab eine Schere und habe die Nadel zum Vernähen, warum nicht? Also langsam passiert das schon, dass die ganzen Enden jetzt von der Decke vernäht sind. Und das andere, was ich anhab, sind. Man, die schauen schon so arg aus. Ich zeig nur einen her. Oh, die schauen schlimm aus. Das sind die Doppeltöffler von Sandnes Garn. Das ist eine gratis Strickanleitung, aber nur auf Norwegisch. Ich glaube nur auf Norwegisch. Und ich habe halt auf Ko-Fi eine deutsche Übersetzung und eine englische Übersetzung, auch gratis, weil es ist ja eine meine Strickanleitung. Das heißt, unten steht eh mein Ko-Fi-Link und da findet man dann das, wo man es gratis runterladen kann, falls man die auch stricken will. Kann ich auch wirklich empfehlen. Sieht man eh, wie die ausschauen. Auch, es ist irgendwie interessant, weil es sind gefilzte Schlappen, aber man kriegt halt immer noch solche Fusserl überall. Aber es zeigt halt einfach, wie oft ich die anhabe. Und es ist wirklich, sobald es kalt wird, habe ich die wirklich den ganzen Tag an, wenn ich zu Hause bin. Ja, also da habe ich mir schon selber gedacht, ich glaube, die muss ich bald nochmal stricken. Einfach weil ich merke selber schon, dass die langsam schon etwas dünner werden, weil ich so oft anhab. Und ich kenne auch andere Leute, die schon mal gestrickt haben und die haben dann auch langsam Löcher dann gehabt und so. Und irgendwie wäre es vielleicht auch nett, dass ich, wenn ich die so oft anhab, dass ich vielleicht noch ein zweites Paar habe. Aber mehr als zwei brauche ich dann nicht. Die sind auch sehr lustig zum Stricken. Ja, das ist alles, was ich jetzt gerade anhab. Also, Dezember. Ich bin Ende November. War es, glaube ich, nach Dubai geflogen, weil meine Eltern dort wohnen. Das heißt, ich war dort für Weihnachten und habe halt dann leider entscheiden müssen, welche Projekte ich mitnehme und welche ich eher so ja, zu Hause lassen sollte und nicht die Wolle dafür mitnehmen und so. Einfach weil es nimmt halt Platz weg. Man muss ja am Koffer dann denken. Und das heißt auch, ich habe einige Sachen gestrickt, wo ich in Dubai war, die ich aber dann dort gelassen habe, weil das dann für meine Mutter war. Fangen wir mit denen als erstes an. Ich glaube, ich habe Fotos von die ganzen Sachen. Wenn nicht, ich weiß, ich habe ein Reel auf Instagram und ein Shorts-Video auf YouTube gegeben, wo man die ganzen Sachen sieht, die ich so im Dezember gemacht habe. Und ich glaube, das sind alle, die dabei und das sind vielleicht eh nur die Sachen. Aber als erster habe ich ein Rentier gestrickt. Das war eine Gratis-Strickanleitung von der Claire Garland, glaube ich, heißt sie. Das ist die gleiche Frau, die die Strickanleitung geschrieben hat für den kleinen Frosch, den jeder gestrickt hat und liebt und ich immer noch nicht gemacht habe. Will aber. Und da hat es halt für Weihnachten, ich glaube, es war so 1., 2. Dezember, irgend sowas, ist halt die Gratis-Strickanleitung rausgekommen. Und ich habe gewusst, dass das rauskommt. Und habe dann schon meine Mutter gefragt, kann ich dein Wollverrat durchschauen und schauen, ob ich irgendeine Wolle finde. Und habe ich dann auch gefunden und habe halt ja, das Rentier gemacht. Und habe auch Pfeifenputzer benutzt. Ich glaube, nur Pfeifenputzer habe ich benutzt. Innen, damit das Rentier auch stehen kann. Er schaut halt etwas lustig aus, weil er irgendwie so ein bisschen schief ist, aber trotzdem lieb. Und habe auch ein kleines Stück von einem roten Pfeifenputzer benutzt für die Nase. Man hat eigentlich eine Nase, die man drauf strickt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie man das macht. Aber weil Weihnachten war und Rudolf und so, habe ich halt ein kleines Stück roten Pfeifenputzer vorne hingegeben und den kann man dann leicht wieder runternehmen, damit es ein normales Rentier ist und nicht Rudolf. Es war wirklich nett zum Stricken, eigentlich sehr schnell gegangen. Es war halt einfach nur so was ganz Kleines zu stricken. Es dauert länger, als was man glaubt. Also, das finde ich immer
sehr überraschend, wie lange das Ganze eigentlich dauert, aber ich habe keinen Stress gehabt mit dem Ganzen. Ich habe einfach nur so das genossen, dass es Dezember war. Ich konnte sowas Weihnachtliches stricken und ja, habe keinen Stress gehabt in Dubai. Also es war auch die ganze Zeit sehr warm in Dubai. Es hat fast jeden Tag ungefähr so bis zu 30 Grad gehabt. Ich weiß, viele Leute würden sich über das freuen, ich eher nicht, aber wenigstens hat man dann Air Condition in der Wohnung gehabt. Also in der Wohnung war es eh dann kühl und nett. Und ja, ich glaube, ich habe nicht lang gebraucht, um das Ganze zu stricken und habe das auch für meine Mutter gemacht. Das heißt, deswegen ist das jetzt noch in Dubai für sie. Und also ich weiß nicht, ich glaube, die Strickanleitung ist noch gratis. Ich weiß nicht, ob das nur so für eine Woche oder so war. Aber wenn man es noch gratis kriegt, kann ich das wirklich empfehlen zum Stricken. Wirklich nett. Dann habe ich Wolle mitgenommen für einen Gnom, weil jedes Jahr zu Weihnachten, und das habe ich einmal schon mal gemacht, gibt es von Imagined Landscapes so ein Mystery Knit-Along, wo man halt einen Gnom strickt. Und ich habe schon gewusst dieses Jahr, ich will wieder mitmachen. Ich habe die Strickanleitung schon gekauft, bevor ich weggeflogen bin. Aber es hat erst Anfang Dezember angefangen und ich bin ja Ende November weggeflogen. Und da war es halt einfach, nachdem er die Strickanleitung gekauft hat, habe ich PDF halt gekriegt, wo dann drinnen gestanden ist, so viel Wolle wird man brauchen in so viele Farben, was für Nadeln und so und wann das nächste Teil von der Strickanleitung dann eben so rauskommt. Und ich glaube, wir haben jeden Tag immer was gekriegt, aber manchmal war es auch ein Rezept oder einfach eine Geschichte, aber man hat ungefähr so jeden zweiten oder dritten Tag dann immer weiter gestrickt. Und das war dann wirklich nett, weil ich habe ein bisschen später angefangen, weil ich gerade was anderes gestrickt habe und da war irgendwie kein Stress, weil man gewusst hat, es ist nie viel zum Stricken an einem Tag. Und wenn man dann so 2, 3 Tage lang nicht gestrickt hat, war das eigentlich okay, weil man konnte das Ganze dann eh eigentlich in den Abend dann auch stricken, weil es nicht viel war. Und die Strickanleitung heißt No Matter What. Und das Coole war, ich liebe solche Mystery Knit-Alongs überhaupt für sowas, weil das muss man ja dann nicht anziehen, weil da kann es schwierig sein mit Farben und so und ob man das fertige Projekt wirklich mag. Aber mit sowas finde ich, ist es, auch wenn es jetzt nicht das Beste ist und was man wirklich gern hat, ich finde solche kleinen Sachen zum Stricken macht immer Spaß, kann man leichter jemanden schenken, weil man nicht viel Wolle verbraucht hat, es dauert nicht lang und es ist aber trotzdem fast immer lieb. Und mit diesen, normalerweise, ich habe ja auch gesagt, ich habe einen Gnom gestrickt, aber mit dem war es, dass man es erst an Weihnachtsmann gemacht hat. So süß! Und dann hat man erst später den Gnom gestrickt. Und ich habe da auch ich habe nämlich die zwei dann, wo es fertig waren, mitgenommen am Strand in Dubai und habe halt auch so ein kleines Reel und Shot gefilmt. Und ja, es war einfach lustig, weil die zwei halt so lieb und nett sind. Und ja, das Ganze war einfach so cool zum Stricken, weil, und das hat man jetzt nicht mehr, wenn man jetzt die Strickanleitung kauft. Weil jetzt, wenn man die Strickanleitung kauft, kriegt man halt einfach ja das ganze PDF und dann steht drinnen, was man stricken muss. Und mit dem Mystery Knit Along war es halt einfach so nett, dass man gewusst hat, ah, morgen kann ich dann weiter stricken an dem, aber es war dann immer nur so vielleicht der Hut oder der Schal. Es war halt immer nur so kleine Stücke und es war dann wirklich nett, weil man hat dann gewusst, Ende Dezember oder ich glaube, es war am 21. oder 22. Dezember schon, dass man das Ganze dann fertig gestrickt hat. Und es ist einfach so fast von selber passiert, weil es halt immer so kleine Stücke jeden Tag oder jeden zweiten oder dritten Tag war. Dann, nachdem ich den angefangen habe, habe ich aber irgendwie mir so gedacht, oh, ich will aber jetzt weiter dran stricken, weil ich das so genossen habe, das Ganze. Und dann habe ich halt einfach entschieden, ich habe nämlich, wie gesagt, schon mal so ein Mystery Knit Along von Imagine Landscapes gemacht. Und
Das waren auch zwei. Es war ein normaler Gnom und dann ein kleinerer, der an einem Rucksack drinnen sitzt. So süß. Und ich habe mir gedacht, wenn meine Mutter die zwei schon hat und dann kriegt sie die von 2023, kann ich ja noch einen stricken, oder? Und da habe ich entschieden, dass ich den Oh Gnome, you didn't strick, weil die Haube, die der Gnome anhat, ist so lustig und so lieb. Und den wollte ich jetzt schon länger stricken und habe gedacht, den mache ich und habe halt wieder einfach überhaupt, ich glaube, ich habe das ganze Wollreste, vielleicht. Aber von meiner Mutter halt habe ich das durchgeschaut und habe halt den dann gestrickt. Und das war dann wirklich nett, weil da konnte ich dann auch irgendwie so, es ist schneller gegangen, weil ich die ganze Strickanleitung gehabt habe. Aber ich habe dann auch immer hin und wieder Pausen gemacht und dann habe ich halt den anderen weiter gestrickt und so. Und ja, ich finde einfach so ein kleines Projekt ist so nett im Dezember und zu Weihnachten und so. Ja. Und weil man dann nicht genug haben kann von Gnome, so wie es ausschaut wenigstens, habe ich dann noch eine gemacht, aber nicht gestrickt und nicht gehäkelt. Meine Mutter hat so ein Kit gekauft, keine Ahnung, wo das her war, wo man halt so eine Filzwolle kriegt und eine Nadel zum Filzen und dann hat man halt einen Gnom so gemacht. Und ich habe sowas noch nie gemacht. Und das erste war ich mir nicht sicher, wird mir das gefallen? Ich weiß nicht, weil so gefilzte Sachen, das finde ich nicht immer so nett, aber das hat wirklich Spaß gemacht, ist sehr. Also das Ganze ist schon schnell gegangen. Es ist nur, man hatte in dem Kit halt nur die Nadel, die man gekriegt hat zum Filzen. Das war nur eine. Und ich weiß, es gibt auch andere Sachen, wo man dann so drei oder fünf oder mehr Nadeln hat. Und wenn man nur eine hat zum Filzen, dauert es wirklich lang, bis irgendwas passiert. Und das war halt wirklich nur ein Problem für den Körper, weil der so groß war. Es war ja ein großes Stück. Und für die Haube dann auch, die der Gnom angehabt hat. Das hat dann auch länger gedauert. Und ja, also es ist jetzt nicht etwas mit dem Filzen so, dass ich unbedingt jetzt immer wieder machen will. Aber es war nett, das mal auszuprobieren. Und ich habe dann auch, das habe ich aber in Tube gelassen, ein kleines Kit gekauft, wo man zwei kleine Schildkröten macht. Und ich habe die große Schildkröte schon gemacht. Und die kleinere, die es dann auch gibt, habe ich nicht fertig gemacht und habe in Tube gelassen. Leider. Ja, es war halt nett, irgendwas anderes mal zu probieren. Und dann, es waren viele kleinere Sachen. Aber was Größeres, das ich angefangen habe in Dubai und fertig gestrickt habe, war, die Strickerleistung heißt Good Yule Stocking. Also das war so, wie heißt denn das? So ein Weihnachts, ich sag mal Strumpf? Keine Ahnung, ich kenne das eigentlich nur so von Amerika und England, was man halt beim Kamin so hinhängt und da kommen eigentlich die Geschenke vom 24. Dezember rein und am 25. ist ja unterm Christbaum für die Engländer und Amerikaner. Und ich glaube, andere Länder haben das auch. Und ja, ich habe die Strickanleitung irgendwo. Ich glaube, irgendeine Podcasterin hat drüber geredet oder hat über eine andere Strickanleitung geredet und hat gesagt, oh, die gibt's auch und die hat's dann nicht gemacht, kann mich nicht mehr ganz gut erinnern, wie ich es gefunden habe. Aber die Strickanleitung hat's nur auf Norwegisch gegeben, weil das war eine Gratis-Strickanleitung von Rauma. Und ich habe halt einfach das ausgedruckt, habe ungefähr geschaut, okay, wie viele Maschen, was für Muster muss ich stricken. Und weil das Ganze fast Colorwork ist, dann war es eh eigentlich egal, dass ich die Sprache nicht kann. Weil man braucht ja einfach nur das Muster, das man stricken muss. Und ich habe eine viel dickere Wolle benutzt. Also viel dicker. Stimmt jetzt auch nicht. Ich glaube, es hätte ein Spotgarn sein sollen. Und ich habe Worsted genommen. Das heißt schon ein bisschen dicker. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich größere Nadeln benutzt habe oder nicht. Ich glaube, ich habe vielleicht doch die gleichen Nadeln benutzt, einfach weil ich eher locker stricke.
Und ich wollte, dass das Ganze auch fest ist. Aber weil es eine dickere Wolle ist, ist das Ganze größer geworden und viel länger geworden. Aber es war dann trotzdem, finde ich, schön und habe Peruvian Highland Wool von Phil Colana benutzt, die meine Mutter gehabt hat. Ich glaube, das Rot, das ich benutzt habe, war über von ihrem Pipi-Pullover, den sie gestrickt hat, also Pipi Langstrumpf. Und das Weiß und das Grün, das bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, wo das über war. Aber egal, es war über. Meine Mutter hatte schon ihren Wollverrat gehabt und ich habe ihr halt das dann gestrickt. Und ich glaube, es war kurz vor Weihnachten dann fertig. Nett zum Stricken, Colorwork habe ich eigentlich immer gern. Will ich ihn nochmal machen? Nicht wirklich. Wenn, dann vielleicht wirklich mit eher so einem Spot-Garn, weil der ist so groß geworden. Und ich muss schon sagen, das Einzige, was schwierig war, war die Ferse. Weil man immer noch mit zwei Farben gestrickt hat und mit der Übersetzung war es dann irgendwie komisch herauszufinden, wie strickt man das und wie soll das ausschauen. Und es war nicht perfekt, aber man sieht auch, wenn man die Strickanleitung anschaut, die Fotos, die da drinnen sind, es schaut aber irgendwie auch nicht perfekt aus in die Fotos. Also da glaube ich irgendwie, dass das sich nicht schön ausgegangen ist und sie gedacht, ist eh egal. Ja, und dann das Letzte, was ich habe, das ich fertig gestrickt habe in Dur, aber das war eigentlich im Jänner. Ich glaube, den Rest habe ich wirklich im Dezember fertig gestrickt, aber den habe ich erst im Jänner fertig. Und das ist der Pressed Flowers Pullover. Da habe ich, war es im letzten Video? In irgendeinem Video habe ich den hergezeigt, wo ich angefangen habe. Das wird nämlich wieder so ein Probestück für die Jess von Skein in the Stitch. Es ist ihre Wolle. Und oder vielleicht habe ich, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich ihn hergezeigt habe, weil die Farben, beide Farben sind von ihren Adventkalender, wo man jeden Advent Sockenwolle kriegt, also 100 Gramm von dieser Farbe, glaube ich. Und das Grün war dann der 20 Gramm Ministrang oder irgend sowas. Also vielleicht habe ich den eh noch nie hergezeigt. Wurscht, egal. Er ist jetzt fertig. Der wird von oben nach unten gestrickt. Ist ein Raglan-Pullover. Wo sind jetzt die Raglan? Da. Also, das sieht man, ja. Und man hat halt diese Blume, die man dann aufstrickt. Aber es ist nicht Colorwork, weil man benutzt immer nur eine Farbe in der Runde, nicht zwei oder mehr. Und das ist halt einfach, weil man Maschen dann immer abhebt, damit es dann so ausschaut, als hätte man immer zwei Farben benutzt. Und ja, man hat halt dieses schönes Blumenmuster und es sind auch viele, sieht man vielleicht, viele verkehrte Maschen, also viele linke Maschen, die man strickt. Und weil es der Pullover ist und nicht die Weste, muss man auch wirklich die linken Maschen stricken. Mit der Weste ist es halt, weil es flach gestrickt wird und nicht in der Runde, dann muss man dann nicht so viele linke Maschen stricken, außer bei den Ärmeln. Aber ich habe das eigentlich genossen, dass da immer so eine Reihe wird gestrickt, so rechte Maschen gestrickt und dann in der nächsten Reihe muss man halt die linken Maschen und habe ich schon öfter gesagt, ich habe die Abwechslung halt sehr gerne. Nicht immer, aber manchmal schon und mit diesem Projekt ist sich das einfach perfekt ausgegangen. Und ich glaube, das Einzige, was ich anders gemacht habe, ist bei die Ärmel und das wird man vielleicht auch sehen, wenn ich das hochhalte. Also man sieht hoffentlich, dass der Ärmel hier am Anfang, das sind sehr viele Maschen. Und das ist halt einfach, es ist ein Raglan-Pullover, damit man die Breite kriegt, hat man dann auch oft viele Maschen bei die Ärmel. Überhaupt, weil da auch so ein bestimmtes Muster ist. Und da muss man dann aufpassen mit die Zunahmen und mit die Abnahmen bei die Ärmel. Aber die Jess hat gesagt, in die Fotos
ist der Pullover halt, man sieht, dass die Ärmel sehr groß sind. Und das wollte sie nicht, weil sie ist eher so wie ich. Sie hat gern Ärmel, die ein bisschen einfach anliegender sind. Und das wäre halt nicht gewesen. Und ich habe gesagt, ich schaue, ob ich mehr Maschen abnehmen kann. Es kommt halt darauf an, wie man das Ganze strickt. Man hat ein paar abgenommen und mit denen habe ich auch angefangen. Also ich glaube, bis hier ungefähr habe ich die Anzahl von Abnahmen gemacht, die man machen sollte. Und habe dann gewusst, dass der Ärmel dann nicht mehr viel kleiner wird. Und habe halt dann entschieden, dass ich selber dann entscheide, wann ich dann mehr Abnahme mache. Das heißt, ich habe viel mehr Abnahmen gemacht. Und deswegen ist es auch, dass man sieht, also bis zu hier ungefähr, also das alles ist okay. Und hier sieht man, dass da irgendwie so ein Loch ist, weil da Blume hingehört. Aber mit den Abnahmen ist es eigentlich nicht sich ausgegangen. Und ich habe das Ganze eigentlich geplant. Es hätte kein Problem sein sollen. Und dann irgendwie ist doch was schief gegangen. Und dann macht es ist eh, es ist der Ärmel. Ich finde, wenn man das dann tragt, weil das ja unten ist, dann sieht man das eh nicht so. Und ich glaube, das ist okay. Und das ist dann wirklich die einzige Stelle, wo man dann wirklich das Problem hat. Und ist halt auf der anderen Seite. Dann genauso. Ja. Also das war nicht perfekt, aber ich glaube trotzdem, es ist gut genug. Weil sonst hätte ich nicht so viele Abnahmen mehr machen können. Und ich habe am Anfang, glaube ich, weniger abgenommen und dann am Schluss mehr. Ich glaube, ich habe alles auf Ravelry geschrieben. Wann ich extra Abnahme gemacht habe, vielleicht. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, und dann der Körper ist auch länger, als was in der Strickanleitung steht. Ich glaube, ich habe ein ganzes Muster extra gestrickt oder eineinhalb, irgend sowas. Aber ja, ich finde, der ist wunderschön. Ich will ihn aber nicht nochmal stricken. Also ich muss den nicht haben. Ich bin froh, dass ich ihn gestrickt habe. Es war mal was anderes und eine nette Abwechslung. Und den werde ich jetzt zu Jess dann schicken. Und dann will ich ihn nie wieder stricken. Weil so ein Muster, wo man die Maschen dann immer so abhebt und dann mit der anderen Farbe strickt, habe ich nicht so gern, muss ich schon sagen. Es ist einfach. Ich stricke langsamer und wenn ich langsamer stricke, dann freut es mich oft nicht, dann dran zu stricken und ja. Was noch? Das sind die ganzen fertigen Projekte, was sage ich? Und was ich so im Dezember in Dubai gestrickt habe, am meisten war es wirklich, dass ich am Pressed Flowers Pullover gestrickt habe und nachdem der fertig war, habe ich dann andere Sachen angefangen. Aber wieder mal, ich habe glaube ich nur drei Sachen, glaube ich, zum Herzeigen, weil ich nichts in Dubai gehabt habe. Also ich habe die Wolle für den Pressed Flowers Pullover mitgenommen. Ich habe die Wolle für den Mystery Gnome mitgenommen, dann die Wolle für das nächste Projekt hier und dann war das andere einfach nur ein Weihnachtsgeschenk für meine Mutter, aber in zwei verschiedenen Farben und dann, das zeige ich dann hier. Aber ich habe die Wolle auch für dieses Projekt mitgenommen. Das ist der Elton Pullover. Den habe ich letztes Mal schon hergezeigt. Und kann mich gar nicht mehr erinnern, wie weit ich war, aber es war, glaube ich, nicht sehr weit. Und jetzt bin ich halt mit einem Teil vorne und hinten fertig und habe von hier bis hier runter jetzt schon am Körper gestrickt. Also schon ein schönes Stück, muss aber noch weitermachen, aber habe jetzt, seit ich zurück bin von Dubai, Pause gemacht von diesem Projekt, einfach weil ich die ganze Zeit an dem gearbeitet habe, dann wieder an den Pressed Flowers Pullover und ich wollte aber an dem werde ich jetzt dann weiter stricken. Also, wenn ich es näher halte, es sind nämlich die gleichen Farben. Man benutzt einfach Fingering Garn
Und dann ein Surrey oder Mohair. Ich benutze ein Surrey Alpaka. Und es sind beide die gleichen Farben, aber man strickt halt Streifen mit denen und man sieht halt auch, es ist doch ein bisschen Unterschied, weil es halt eine andere Mischung ist. Also eins ist Alpaka, eins ist Merino. Und ja, muss jetzt einfach nur die Länge erreichen, dann kann ich die Ärmel machen und so. Und es wird jetzt noch eine Weile dauern. Aber es ist eigentlich schon schnell gegangen, nachdem ich in der Runde stricken konnte. Und es ist auch, weil man nicht viele Reihen in jeden Strang halt so stricken muss, geht es dann eigentlich auch sehr schnell. Ich merke halt einfach nur, dass ich mit dem Alpaka nicht so schnell stricken kann, als wie mit dem Merino. Also jedes Mal, wenn ich dann auf einen Streifen komme, den ich mit dem Surrey stricken muss, dann stricke ich auf einmal langsamer und bin dann so ein bisschen, das dauert. Aber das hier ist das Merino. Da ist das Surrey Alpaka. Also wie gesagt, es sind die gleichen Farben, aber die schauen halt einfach anders aus. Ja, weil es ein anderes Garn halt ist. Beide Farben heißen Feyre und sind wieder mal von Jess von Skein in the Stitch als ein Probestück für sie. Und ja, langsam. Langsam wird dich weich. Aber mit dem Projekt war jetzt nicht irgendwie ein Druck oder so. Pressed Flowers war es halt schon, dass das fertig ist für, ich glaube, haben wir gesagt, Ende Jänner oder irgend sowas. Also das ist kein Problem. Und mit dem ist überhaupt kein Druck. Und ich glaube, das ist jetzt auch das Letzte, was ich für sie stricken muss. Und nicht viel zum Sagen. Es ist jetzt einfach nur in der Runde immer stricken mit die Streifen und ne. Dann ein Projekt, wo ich noch nicht viel zum Herzeigen habe, aber ich möchte, ich zeige es trotzdem her, weil ich es halt in Dubai angefangen habe. Weiß man nicht mehr, ob es Dezember oder Jänner war. Vielleicht Dezember? Mir ist fad geworden. Also ich habe das schon genossen, dass ich nicht so viele Projekte gehabt habe, aber dann war es halt schon jedes Mal, wenn ich stricken wollte, nachdem ich die kleinen Sachen fertig gestrickt habe, war es dann wirklich nur eine von den zwei Pullover halt. Und dann war es so, will ich mal was anderes. Und ich habe eine Wolle von meiner Mutter bekommen, wo sie das letzte Mal in Norwegen war. Und die hat halt auf mich gewartet in Dubai. Und da habe ich dann entschieden, ich fange halt eine von den Projekten an. Und das wird, wie gesagt, ich habe noch nicht sehr viel. Das wird der Wildnis Sweater von der Lerge von Fiber Tales. Also viel sieht man hier nicht. Ich habe das Bündchen fertig und jetzt habe ich gerade mit dem Muster angefangen, das man hier oben hat. Und das Ganze strickt sich halt sehr langsam, weil es halt ein Muster ist. Ich glaube, es sind 3,5 mm Nadeln. Ja. Und ist halt dann auch so dünnere Wolle. Das ist ein Garn von Rauma. Bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das heißt. Einfach Lamsöl. Also bin mir nicht ganz sicher, es wird alles unten stehen. Und da habe ich halt hin und wieder dran gestrickt in Dubai. Einfach, wenn ich mir so gedacht habe, ich will jetzt nicht mehr an die anderen Projekte stricken, ich will was anderes. Und ja, deswegen bin ich noch nicht sehr weit, aber hoffentlich wird es was, wo ich jetzt dann bald wieder dran stricke, weil ich halt aber andere Sachen jetzt dann von die Nadeln habe. Also ich habe aber andere Sachen, die ich als erstes stricken muss. Aber langsam wird das halt. Und das andere Projekt, das ich in Dubai angefangen habe, wo ich die Wolle auch mitgehabt habe, war von Knitting for Olive. Die Strickanleitung heißt Alex Scarf. Und da habe ich für meine Mutter die Wolle zu Weihnachten gekauft. Aber ich war mir nicht ganz sicher, will sie es in dunkelblau oder will es ein dunkles Braun? Das waren die zwei Farben, wo ich mich nicht entscheiden konnte. Und ich habe gewusst, ich wollte die Wolle auch. Dann macht okay, ich kaufe beide.
nehme beide mit nach Dubai und meine Mutter darf dann aussuchen, will sie das Dunkelblau oder das Dunkelbraun. Und ich nehme halt die andere Wolle und dann kann ich auch an dem stricken. Und sie hat sich dann doch für die dunkelblaue Wolle entschieden. Das habe ich mir nämlich gedacht, aber ich war mir nicht ganz sicher. Und das heißt, ich habe halt mit dem Braun dann meinen eigenen Alex Scarf angefangen. Also es wird, ich glaube, es gibt drei verschiedene Größen. Das wird die zweite Größe. Und wie so Sophie's Scarf und die ganzen Sachen ist es nicht sehr groß, aber ich finde, dieses kleine Tuch ist viel schöner, einfach weil ich so ein 2x2 Rippenmuster lieber habe als einfach kraus rechts stricken. Die Wolle ist von Knitting for Olive und da braucht man zwei Knäuel von der Compatible Cashmere. Und da kriegt man nur 25 Gramm. Es ist Kaschmir, es ist nicht sehr billig, aber mit zwei geht sich das aus. Ich habe es in der Farbe Bark. Es ist ein bisschen mehr braun, schaut sehr gräulich aus im Bild. Und einen Strang, das heißt 50 Gramm von The Knitting for Olive Merino, und das ist auch die Farbe Bark. Und die halte ich halt zusammen. Und ich bin jetzt schon fast fertig mit dem ersten Kaschmir-Knäuel. Dann habe ich noch einen zweiten und noch mehr als genug von dem Merino. Und man hat halt am Anfang, sind eigentlich vorne und hinten. Was war doch vorne? Man hat halt Zunahmen, die man macht in dem Rippenmuster und dann sieht man vielleicht den von hier, strickt man dann einfach nur ohne Zunahmen und dann kommen Abnahmen auf der anderen Seite, genauso wie die Zunahmen. Und ich habe hier einen Maschenmarkierer drinnen, weil da war der Punkt, wo ich die Hälfte von der Wolle verstrickt habe. Und jetzt weiß ich halt ungefähr, ich stricke jetzt, bis ich ungefähr das nochmal habe. Das heißt, da kann ich dann immer das so in die Hälfte falten und schauen, okay, ich bin noch nicht dort. Und solange ich nicht länger als das hier nochmal stricke, geht sich das perfekt aus mit der Wolle, die ich habe. Ich habe nämlich mehr von der Kaschmirwolle als von der Merinowolle. Und die Merino ist auch billiger, das heißt, ich könnte noch einen Strang kaufen, aber dann hätte ich viel über. Aber ich will so viel wie möglich von der Wolle auch verbrauchen für dieses kleine Tuch. Also ja, ich muss jetzt einfach nur das Muster jetzt weiter stricken. Und dann kommen halt die Abnahmen. Und das Ganze ist eigentlich sehr schnell gegangen. Es ist nicht zum Stricken, weil es ist nicht kompliziert. Und die Wolle ist auch wirklich nett. Also ich habe Knitting for Olive eh gern, aber das Kaschmir, boah, ist das nett. Also ein Pullover wird es da nie geben, weil es so teuer ist, aber es ist wirklich nett. Und das war's. Also ich habe einige Sachen fertig gestrickt, aber das waren halt alles so Sachen, die ich erst angefangen habe im Dezember. Und kleinere Sachen. Und jetzt, dass ich wieder in Österreich bin, habe ich halt angefangen, an alte Projekte zu stricken. Und wie gesagt, Jänner für mich ist immer so zu planen, was will ich als nächstes machen, was will ich überhaupt dieses Jahr so machen, schaffen, fertig stricken, solche Sachen. Und da werden die Videos eh dann rauskommen. Ich weiß, die meisten Leute bringen die immer im Jänner raus, aber wie gesagt, für mich ist Jänner, die Pläne zu machen und im Februar zeige ich dann her, was die Pläne so sind, falls sich jemand da daran interessiert. Das einzige andere, was ich noch habe, ist, wenn man auf Instagram und ich glaube auch auf YouTube, habe ich es auf Shorts gegeben. Ich habe im Dezember angefangen, Wolle zu spinnen. Also ich habe eigentlich schon in 2020, 2021 angefangen mit einer Handspindel zum Spinnen, aber das Ganze dauert halt sehr lang, habe es nie so wirklich oft und viel gemacht und habe noch nie was fertig geschafft. Ich habe schon eine Handspindel, wo viel drauf ist, aber ich bin noch nicht fertig mit den 100 Gramm, die ich eigentlich spinnen sollte. Aber meine Mutter hat ein Spinnrad in Dubai
hört sich irgendwie urkomisch an, Dubai zu sagen und Spinnrad, aber das hat sie von jemandem gekriegt, der weggezogen ist von Dubai. Und das hat sie jetzt auch schon länger, ein paar Jahre, glaube ich. Aber sie hat schon mal probiert, das Spinnrad. Ich habe es probiert, es ist irgendwie nicht gegangen. Ich will eh ein ganzes Video über das machen, weil ich halt mit dem Spinnrad, ich habe mich dann einen Tag einfach hingesetzt und habe gedacht, okay, du funktionierst jetzt. Und habe halt im Internet so geschaut, was vielleicht da falsch sein könnte. Und habe halt geschafft, dass das Spinnrad jetzt auch geht. Und habe mich komplett in das Ganze verliebt. Und habe halt einige Sachen fertig gesponnen, wo ich in Dubai war. Ich habe nicht alles mit, weil ich habe ein paar Sachen, die ich gesponnen habe. Ich glaube, es waren eh nur zwei. Ein 100 Gramm Strang, den ich geschafft habe. Und dann was Kleineres, das ich meiner Mutter gelassen habe, weil es war auch ihre Kammzüge und so, die ich benutzt habe. Und dann habe ich gedacht, das ist ja unfair, wenn ich dann einfach mit dem nach Österreich abhaue. Also, als erster ist etwas, was ich nicht mit habe. Und das war das erste, was ich benutzt habe, um zu schauen, geht das Spinnrad, wie funktioniert das Ganze, weil wir hatten von Pixo Yarns, glaube ich, heißt die Färberin, einen handgefärbten Kammzug gekauft. Und ich glaube, das war einfach, sie hat auf Etsy so einen Abverkauf gehabt. Ich weiß nicht, ob sie noch färbt. Und da haben wir, ich glaube, wir haben drei verschiedene Farben gekauft. Aber das erste von ihr, das wir benutzt haben, um zu üben, ich und meine Mutter haben was von dem benutzt. Die Farbe heißt George and Fred's Fireworks, glaube ich. Also das habe ich aufgeschrieben. Keine Ahnung, ob das eigentlich noch stimmt. Und ich glaube, ich habe ein Foto oder vielleicht auch ein Video. Das werde ich eh einblenden, wo man sieht, wie das halt funktioniert hat. So wie der kleine Mini-Strang, den ich gemacht habe, ausschaut. Sehr dick, sehr und sehr dünn. Also genauso wie es ist, wenn man das erste Mal halt anfängt mit Spinnen. Und ich habe gewusst, also ich habe keine Ahnung, was ich mit sowas machen würde. Und meine Mutter hat sich so verliebt in den Kleinen, weil er so lustig ausschaut. Und habe ich gesagt, okay, du darfst ihn behalten. Und es war halt einfach von den 100 Gramm, die wir gekauft haben, war dann immer viel über, nachdem wir die ganze Zeit probiert haben, mit dem Spinnrad irgendwie zusammenzukommen. Und dann habe ich halt gemerkt, dass da irgendwas nicht mit dem Spinnrad okay war, habe das halt geändert und dann waren immer viel über. Und deswegen ist das so ein kleiner Mini-Strang. Aus nächster, den habe ich mit, ja. Habe ich auch von Pixo, ja, Pixo Atlantis heißt das eigentlich. Und da war ein anderer Kammzug, das war 50% weiße Merino, 50% graue Merino und die Hand, also handgefärbt wieder der Kammzug, 100 Gramm und die Farbe heißt Luna und da habe ich diesen Strang hier gesponnen. 100 Gramm, 128 Meter, er ist zweifädig und von der Stärke her, es ist wieder so, manchmal ein bisschen dicker, manchmal ein bisschen dünner, aber es ist so ungefähr Aran oder Bulky. Also das war dann so der erste richtige Rangwolle, den ich gesponnen habe. Und auch verzwirnt habe, das war dann auch das erste Mal, dass ich das probiert habe. Habe viel gelernt, aber das Problem war dann auch, dass ich dann auf einmal mehr so Kammzüge haben wollte, damit ich weiter spinnen kann und ist ich dann eh, wir haben, meine Mutter und ich haben dann auf Facebook was gefunden, eigentlich meine Mutter hat es gefunden, nicht ich. Und da habe ich dann, ich glaube ungefähr so 300, 400 Gramm, irgend sowas, von einer so braunen, also da habe ich mehrere Stränge davon, weil es ja mehr waren. Jeder ist ungefähr 50 Gramm. Und da habe ich entschieden, ich werde das Ganze
nicht verzwirnen, weil ich mir gedacht habe, ich würde gerne ein Tuch damit stricken. Und das ist eine Perendale-Romney-Mischung. Also Romney kenne ich, Perendale kenne ich nicht. Und es ist ungefähr so Aran von der Stärke. Und ja, mit dem will ich halt dann ein Tuch oder ein Schal oder irgend so stricken. Und da habe ich halt einfach mit dem geübt, weil ich so viel gehabt habe von dem, wie das Ganze halt mit den Spinnen richtig so funktioniert, damit das gleichmäßig ist. Und nach so viel Gramm ist es halt dann auch wirklich gegangen, dass ich da besser war mit, damit das nicht mehr so dick und dünn ist. Und ja, hab mich, das war alles, glaube ich, an einem Wochenende oder so. Ich habe mich wirklich verliebt. Und dann das Letzte, was ich glaube ich noch im Dezember gemacht habe. Ich habe noch mehr Sachen, die sind aber von Anfang Jänner und so, die hebe ich fürs nächste Video auf. Und das war von der gleichen Person, die uns diese Wolle halt gegeben hat. War auch, das sind nur 45 Gramm. Es war einfach so ein pinkes Lila. Schaut mehr lila aus hier als pink. Und da habe ich dann entschieden, ich werde jetzt das probieren, ein bisschen dünner zu spinnen und dass ich dann ein dreifädiges Garn spinne. Und damit ich habe das erste, wie gesagt, ich habe nur 45 Gramm gehabt und habe das mit dem Verzieren so noch nie probiert und habe auch das, was auf Englisch Chain Plying heißt, aber auch, glaube ich, Navajo oder so. Und ich glaube, so heißt es auch auf Deutsch. Aber es ist halt einfach, dass man so wie beim Häkeln halt immer so eine Schlaufe hat und da zieht man halt den Faden durch und dann hat man halt drei Stränge halt so zusammen, damit man das dann dreifädig halt spinnt. Und die Stärke von dem ist circa Spot, ja. Und ja, ich habe das halt einfach dann geschafft, dass ich ein bisschen dünner gesponnen habe. Das mit dem Verzwirnen ist dann auch sehr gut gegangen. Und ja, ich glaube, ich habe keine Ahnung, was das für eine Wolle ist. Ich glaube, es ist Merino, einfach weil es so weich ist. Aber werden wir schauen, was jetzt da mit dem Ganzen passiert. Aber wie gesagt, mit dem Braunen würde ich bald gerne ein Tuch stricken. Mit dem kleineren, so 45 Gramm Strang, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und mit dem 100 Gramm Strang habe ich mir gedacht, vielleicht eine Haube. Könnte nett sein. Und ja, ich will halt dieses Jahr mehr spinnen. Ich habe nämlich auch dann online von der Volkshilfe in Oberösterreich ein Spinnrad gefunden, das halt dann nicht so teuer ist wie ein neues. Und habe jetzt auch hier in Österreich weitergesponnen und das werde ich dann halt auch in andere Videos dann herzeigen. Also ich kann einfach nur sagen, ich rede jetzt gerade nicht zu viel drüber, weil ich ein ganzes Video drüber machen will, aber ich habe mich so in den Spinnen verliebt. Oh, und dass man dann eine Wolle hat am Schluss und dann kann man damit dann auch stricken. Oh, ich liebe es so sehr. Und ja, bin halt sehr stolz, dass ich das jetzt gelernt habe. Über so Dezember und Jänner. Und ich weiß immer noch nicht alles. Ich kenne mich nicht gut genug aus. Also das, da gibt es noch viel, das ich lernen muss. Aber ich bin trotzdem froh, was ich jetzt alles schon gelernt habe und wie schnell das Ganze gegangen ist. Und ja, ich freue mich halt einfach, was da jetzt dann als nächstes so kommt. Ich hab ein paar wirklich schöne Kammzüge und will halt immer mehr und denk mal, Nina, fang jetzt nicht an mit deiner Wolle, dass du schon urviel hast und es dauert ja viel länger, das dann zu spinnen und dann damit zu stricken. Also muss ich halt jetzt eine Pause machen. Nichts mehr kaufen, jetzt dabei spinnen und damit stricken. Aber ja, also das war alles stricken und spinnen und so. Ich sage einfach nur schnell, wie gesagt, ich war in Dubai über Weihnachten. Ich habe die Hitze einfach nicht gern.
Und bin noch nicht sehr gern in der Sonne. Ich bin schon gern draußen, aber ich mag es nicht, wenn mir heiß ist. Also ich liebe Stricken, ich liebe Wolle und das geht im Sommer nicht. Und es war auch Winter in Dubai, aber es ist halt trotzdem sehr warm. Und es ist halt nett, meine Eltern zu sehen und Zeit zu verbringen, Spiele spielen, mit meiner Mutter stricken und über Wolle reden und ihren Wollvorrat durchschauen und so. Also das sind wirklich nette Sachen und deswegen bin ich auch gerne in Dubai. Und ja, und dann mit dem Spinnrad war es dann auch wirklich nett, dass ich herausgefunden habe, wie das jetzt dann funktioniert und dass das jetzt klappt. So cool. Es ist nämlich das Spinnrad in Dubai, das meine Mutter hat, ist in Ashford. Ein Traveler von Ashford habe ich langsam herausgefunden, nachdem ich im Internet rumgeschaut habe. Und die sind halt sehr teuer und sie hat gratis bekommen. Das ist einfach unglaublich. Mein Spinnrad, keine Ahnung, was das ist. Es schaut aus wie ein Ashford Traditional, ist aber glaube ich kein Ashford. Aber funktioniert gut. Ich bin wieder mal froh, dass ich mich okay auskenne, wie funktioniert ein Spinnrad, auf was muss man achten, was muss man so, ja, halt machen, damit das okay funktioniert. Und da bin ich froh, dass ich das alles schon im Dezember drüber gelesen habe und so. Und dann war es eigentlich urleicht, wo mein Spinnrad hier angekommen ist, dass ich das alles gecheckt habe und da Öl draufgegeben habe und ja, aber Sachen geputzt habe, damit das einfach besser funktioniert. Und ja, es ist auch irgendwie nett, weil ich habe mir eh gedacht, oh, ich hätte so gern ein Ashford, weil wenn es ein Spinnrad ist, ein Ashford ist einfach wunderbar, aber sie sind so teuer und ich habe auch irgendwie gedacht, ich will kein neues Spinnrad kaufen, weil ich weiß, es gibt viele, die nicht benutzt werden und das ist wirklich was, wo ich mir denke, wenn man sich auskennt und wenn jemand gut genug auf das Spinnrad aufgepasst hat, dass das Holz jetzt nicht hin geworden ist, die können ja wirklich lang überleben und ich finde das irgendwie cool, wenn man dann mit einem älteren Spinnrad dann spinnen kann. Also das Problem jetzt ist halt einfach, dass ich einfach nicht genug kriege. Also das war wirklich das größte Ding für mich in Dubai. Ich wollte einfach nur die ganze Zeit Wolle spinnen. Und dann hin und wieder habe ich eh gestrickt, aber ich habe am meisten wirklich Wolle gesponnen. Und jetzt ist es halt in Österreich auch, dass ich das jetzt schwierig finde, soll ich spinnen oder soll ich stricken? Und da habe ich schon selber gemerkt, dass das mit Stricken jetzt. Also ich bin immer noch komplett verliebt in Stricken und es wird nicht verschwinden. Aber die Zeit zum Spinnen muss von wo kommen und das kommt halt von meiner Strickzeit. Und ist halt so, aber ich bin trotzdem, also ich habe das ja selber ausgesucht, ich kann ja auch aufhören, wenn ich will, aber na, ich liebe das Spinnen so sehr. Ja. Wie gesagt, ich habe ein paar Videos, die ich hoffentlich bald rausbringe. Über meine Pläne für dieses Jahr, was ich halt so gern stricken möchte, aber auch, es ist jetzt nicht nur über Stricken, es ist auch übers Spinnen halt. Ich glaube, ich habe auch was übers Häkeln. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich was mit Nähen habe, weil da würde ich auch gern noch mehr machen dieses Jahr. Oder werden wir einfach schauen. Also, ich hoffe, Anfang 2024 war gut für jeden. Mein Jahr ist okay zurzeit. Also ich genieße die Kälte sehr. Und wir haben auch, seit ich wieder in Österreich bin, war es fast die ganze Zeit jetzt sehr kühl, aber blauer Himmel und Sonne. Und da habe ich das halt dann wirklich nett gefunden. Ich habe dann immer so einen Pullover angezogen, einen selbstgestrickten Schal und bin spazieren gegangen in der Sonne und in der Kälte. Und ach, ich liebe das Wetter. Aber ich weiß, es wird dann wieder wärmer. Ist vielleicht auch gesund. Viel los mit Stricken und Spinnen und Wolle in diesem Haus, in dieser Wohnung. Wie immer. Und bis zum nächsten Video dann.
Tschüss.